herzlich zur Pressekonferenz anlässlich unseres heutigen Heimspiels gegen die Spielvereinigung Schönebeck begrüßen. 2085 Besucher sahen heute Nachmittag das Spiel hier in der Grotenburg. Das Torlos 0:0 endete. Bei mir die Trainer der beiden Mannschaften, zu meiner Linken Gästetrainer Dirk Tönnies, zu meiner Rechten KFC-Trainer Michael Boris. Ich darf Ihnen zunächst noch die Ergebnisse von den anderen Plätzen durchgeben. SV Hönfeld Lieber Mörter gegen Wuppertaler SV, kurz vor Schluss der Ausgleich gefallen 1:1. SV Duisburg 2 gegen Jan Niesfeld 2:2. TSV Meerbusch gegen 1. FC Bocholt trennt sich ebenfalls torlos. Germania Ratingen gewinnt gegen den TV Kalkum Wittlau mit 1:0. TuS Düsseldorf unterliegt den VfL Fischeln 3:5. Der VfB Hilden gewinnt gegen den SC Kapellen Erft mit 2:1. Die SC Düsseldorf West und Schwarz-Weiß Essen trennen sich 0:0. Und der 1. FC Mönchengladbach unterliegt der U23 von Rot-Weiß Oberhausen mit 1:2. Kommen wir zurück zum Spiel heute hier. Und dann darf ich, wie es hier gut gesehen ist, zunächst unseren Gästetrainer, wie gerade schon erwähnt, Dirk Tönnies, mit seinem Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, von meiner Seite auch mal, natürlich erstmal Hallo zusammen. Ja, wir sind natürlich überglücklich. Wir brauchen da keinen Hehl draus machen, dass dieser Punktgewinn natürlich für uns wie ein Sieg ist. Ich glaube, unterm Strich haben wir sicherlich das ein oder andere Mal das Quäntchen Glück gehabt bei dem Pfostenschuss in der Anfangsphase. Aber ich glaube schon, dass man auch sagen kann, dass wir uns den Punktgewinn auch erarbeitet und verdient haben. Weil auch wir haben unsere Torchancen gehabt, haben nachher auch die ein oder andere Kontersituation nicht so gut ausgespielt, wo hätte mehr raus werden können. Uns war auch klar, dass wir sicherlich Mitte der zweiten Halbzeit irgendwann auch den Druck nicht mehr standhalten können, haben dann auch taktisch ein bisschen umgestellt, was eigentlich sehr, sehr gut funktioniert hat. Wir haben den KFC dann das Feld überlassen, ohne dass sie sich große Torchancen erspielt haben. Wenn es immer bremslich wurde, war es nur Standards und da sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich muss sagen, es war für unseren kleinen Verein sicherlich ein absolutes Highlight, hier in der Rotenburg jetzt einmal was mitnehmen zu dürfen. Muss der Mannschaft ein Riesenkompliment machen. Eigentlich ist es auch nicht meine Art, jemanden herauszuheben, aber ich muss ganz einfach dem Kai von der Garde heute ein Riesenkompliment machen, wie er den Moni dazu heute, der fast zum Statisten da degradiert hat. Das war schon phänomenal und wir sind ganz einfach überglücklich, werden den Punkt auch dementsprechend feiern und nach zwei Spieltagen 4 Punkte für uns, die wir weitermachen sollen und wir gucken, dass wir die Saison weiter in Erfolg einsteigen. Vielen Dank, Dr. Tönnies, dass Sie den Punkt feiern, das hört man aus der Kabine. Dann habe ich jetzt KFC-Trainer Michael Boris und seinen Kommentar. Ja, schönen guten Tag zusammen erstmal. Bei uns in der Kabine herrscht genau das Gegenteil, aber fangen wir mal vorne im Spiel an. Also wir haben uns, glaube ich, wir haben uns Schönebeck angeguckt gegen Borussia Mönchengladbach und man konnte erkennen, wo Schönebeck ins Raum und Flügel gibt und das war auf der rechten Seite über Basti Hirsch und Silvio Pagano und ich glaube, da kamen auch die meisten gefährlichen Situationen gerade in der ersten Halbzeit zustande, haben da einen Pfostenschuss, den wir leider nicht reinmachen und waren, denke ich, von den Torchancen da sehr präsent. Zweite Halbzeit, das war mir auch klar, dass mein Kollege da seine linke Seite ein bisschen voller macht, beziehungsweise nachher sie auch tiefer stehen und da fehlt uns dann eigentlich, oder ich glaube, das haben Sie alle gesehen, dann dieses Flankenspiel, wo wir die Flanke wirklich mit voller Überzeugung reinspielen, beziehungsweise dann die Laufwege, wo wir mehr Druck aufs Tor erzielen. Ich habe erste Halbzeit viele Chancen gesehen, wo das Tor eigentlich fallen muss. Zweite Halbzeit, ähnlich wie gegen Hinsfeld, fehlte uns die letzte halbe Stunde ein Punch gegen 6, 7, 8 Schönebecker, die halt dann tief stehen. Das wird wohl die Aufgabe sein, auch da jetzt in der englischen Woche irgendwie diesen Ball mal über die Linie zu bekommen. Wir haben heute Pfosten raus schon mal getroffen, das war in Hinsfeld überhaupt nicht der Fall. Standards hatten wir die Woche auch geübt, auch zu Genüge hatten wir 2, 3, wo wir nachfassen konnten, aber alles in allem natürlich mit der Punktausbeute und vor allen Dingen mit der Torausbeute total unzufrieden und dann heißt es am Mittwoch weiterzumachen. Ich glaube, Sie haben gesehen, dass nachher die letzte halbe Stunde, wir den Ball hatten, müssen natürlich da immer aufpassen, dass wir nicht komplett aufmachen, um noch einen Konter zu fangen, aber nachher, also mehr Offensive hatten wir nicht mehr auf dem Spielbericht, um dieses 0:0 abzuwenden und irgendwie auf Sieg zu spielen. War heute in Anführungszeichen wieder nicht der Fall, müssen wir gucken, dass wir das Mittwoch machen, aber Sie hören ja selber, der Innenverteidiger wächst über sich hinaus gegenüber Mo Idrissou, so wird es gegen Timo Achenbach sein, so wird es eigentlich gegen jeden Gegner sein. Wir arbeiten weiter dran. Und werden Mittwoch versuchen, ein Tor zu schließen, vielleicht auch 2 oder 3. Danke.
Vielen Dank, Michael Boris. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Bitte schön, Herr. Also es geht um das Spiel von Moe Dressur, habe ich richtig verstanden? Richtig, ja. Und noch, wie fit ist Moe Dressur? Wir wollten eigentlich nicht über 90 Minuten gehen lassen, aber aufgrund dessen, dass Schonnebeck nachher so tief stand, ist er natürlich mit seiner 1,93 immer wieder präsent, kam aber leider die hohen Flankenbälle aus dem Halbfeld dann nicht so gezielt, dass Mo das wegmachen kann. Aber gedacht war ein bisschen weniger, nur aufgrund des Spielstands wollte ich einfach unseren Sturmstürmer nicht rausnehmen. Weitere Fragen noch? Scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit hier bedanken. Unseren Gästen aus Schonnebeck natürlich alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ich würde mich freuen, Sie hier heute in einer Woche wieder begrüßen zu dürfen. Zuerst dann auch wieder hier noch Essen in die Schwarz-Weiß. 15 Uhr Anschluss in der Gruppe. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss, Eckart Zülling.